Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute gerne meine Buchreihe Postmortem vorstellen, die seit einiger Zeit beim Fischer Verlag erscheint. Das erste Buch sieht so aus, heißt Tränen aus Blut. Darin geht es um einen Reporter, der in Frankfurt tot aufgefunden wird, in einem Hotelzimmer, erschossen mit zwei Kugeln. Er hat aber noch die Möglichkeit gehabt, einen Hilferuf abzusetzen an zwei Personen. Zum einen seinen Bruder Avram Kuiper, der ist Profikiller, und zum anderen an Emilia Ness, die arbeitet bei Interpol als Ermittlerin. Und diese beiden Figuren versuchen jetzt natürlich herauszufinden, was überhaupt passiert ist, warum der Reporter sterben musste und auch was mit dem Rest der Familie geschehen ist, denn die sind spurlos verschwunden. Und am Anfang arbeiten die beiden natürlich gegeneinander, aber nach und nach erkennen sie immer mehr, dass es auch Vorteile hat, wenn sie sich gegenseitig helfen. Der erste Band, Tränen aus Blut. Ja, dann kommen wir zum zweiten Band, der heißt Zeit der Asche und sieht so aus. Die Situation zu Beginn des Buches ist die, dass Belial, der Mörder aus dem ersten Band, tot ist. Aber die Morde gehen weiter, genauso brutal wie im ersten Teil. Und natürlich wollen Avram und Emilia wissen, was tatsächlich passiert ist und wer die Hintermänner sind. Sie stellen fest, dass Belial nur ein ganz, ganz kleiner Teil eines kriminellen Netzwerks gewesen ist. Und sie wollen jetzt die Hintergrundmänner, die wahren Verantwortlichen, zur Strecke bringen. Auch da ist es so, dass sie mehr und mehr erkennen, wenn sie miteinander arbeiten, können sie mehr ausrichten, als wenn sie gegeneinander arbeiten, denn sie haben es hier mit einem übermächtigen Gegner zu tun. Ja, dann Band 3, Tage des Zorns, sieht so aus. Da ist die Situation die, dass Avram und Emilia erkennen, dass sie einen gemeinsamen Gegner haben, von dem sie bisher gar nichts wussten. Der hat Avrams Nichte und Emilias Tochter in seine Gewalt gebracht und er lockt Avram und Emilia in eine Falle, in der sie sich dann wiederfinden. Und irgendwann erkennen sie, dass sie nur eine Chance haben, aus dieser Falle zu entkommen, wenn sie miteinander arbeiten, wenn sie kooperieren, was sie dann natürlich auch machen, nicht nur um sich selbst zu retten, sondern auch die beiden Kinder. Teil 3, Tage des Zorns. Viel Spaß beim Lesen.